tausend Freunde, ein Verein. Die Menschen im schwarz und gelben Ruhrgebiet werden immer stolz an deiner Seite sein. Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde von Borussia Dortmund, liebe BVB-Fans. Wir nehmen euch heute mit auf eine Tour zur Geschichte der Borussia, die Weiße Wiese-Tour, Spurensuche zu den Wurzeln des BVB hier bei uns am Borsigplatz. Ich, Annette Kritzler und Annette Plümpe. Und wir gehen jetzt von hier aus in die Dreifaltigkeitskirche, die BVB-Gründungskirche. Also seid gespannt. Borussia Dortmund, 100.000 Freunde, ein Verein. Ja, jetzt sind wir drin in der Dreifaltigkeitskirche, die Stammkirche von Borussia Dortmund. Und ich freue mich wirklich, dass wir aktuell auch die 100-Jahre-Standarte hier haben, die ja normalerweise im Borussiaum ausgestellt ist und so ein Brückenschlag zwischen unserer Kirche und dem Stadion ist. In der spielfreien Zeit steht die natürlich hier bei uns in der Dreifaltigkeitskirche. Das macht den besonderen Charme auch der Ausstellung aus, denn wir haben ja hier im Gotteshaus eben diese Besonderheit der Ausstellung Kirche, Fußball, Gottvertrauen. Sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal für katholische Kirchen in Deutschland. Und wir freuen uns, euch die Ausstellung heute mal so ein bisschen näher zu bringen. Ja, und wie sich das für eine ordentliche Ausstellung gehört, gibt es natürlich Schautafeln, gespickt mit wunderbarem Bildmaterial. Und das, was wir hier in der ersten Schautafel sehen, das ist vor allen Dingen in der oberen Zeile das Eisen- und Stahlwerk Hösch. Ohne Hösch keine Borussia, das muss man ganz klar sagen. 1871 wird der Gründungsvertrag unterzeichnet und dann strömen die Menschen ins Viertel. Und die untere Zeile, die zeigt jetzt den Borsigplatz in unterschiedlichen Epochen. Und gerade das erste Bild ist für alle BVB-Fans total wichtig. Es ist das Jahr 1908. Fußball wird schon gespielt, aber der BVB ist noch nicht offiziell gegründet. So, wie hier auf dem Bild, haben ihn die Gründer der ersten Stunde zur Kenntnis genommen. Damals fuhr die Straßenbahn noch um den Kreisverkehr herum. Später gibt es verschiedene Marktangebote auf der Fläche und erst in den 20er Jahren wird dann die Straßenbahn auf den Borsigplatz verlegt. Dann ist allerdings Schluss mit Markt auf unserem schicken Kreisverkehr. Borussia Dortmund, 100.000 Freunde, ein Verein. Ja, auf dieser Seite zu sehen, ein Architektenfoto von Johannes Franziskus Klomp. Ganz deutlich zu sehen ist, dass die Kirche bei Bau komplett anders aussah, als sie sich jetzt gestaltet. Sie ist beim schweren Bombenangriff auf Dortmund 1943 schwer beschädigt worden, 1944 auch. Einiges konnte jedoch erhalten bleiben, was auch durchaus für Fans heute noch wichtig ist. Also einmal hier vorne die Monstranz und links von mir haben wir der Taufstein. Ganz wichtig, hier sind die Kinder der Gründungsväter getauft worden und man kann auch hier heute noch Taufe vornehmen in dieser Kirche. So, vom Taufstein wechseln wir jetzt rüber zu Kaplan Hubert Dewald. Er ist sozusagen neben Franz Jacobi, dem Gründer von Borussia Dortmund, der zweite wichtige Protagonist der Gründungsgeschichte. Die beiden gehen sich ganz schön an und was da an Spitzen so von Seiten der Kirche in Richtung Fußball auf den Weg gebracht wurde, das berichten wir tatsächlich im Rahmen unserer Tour. Neben der großen BVB-Standarte ist natürlich diese Vitrine auch nochmal etwas ganz, ganz Besonderes. Wir haben hier den Bierkrug der Borussia-Brauerei, Namenspatin für unseren BVB. Also für alle, die denken, das sei die lateinische Form von Preußen. Nö, in unserem Fall hat Borussia ganz viel mit einem guten Dortmunder Bier zu tun. Und dazu dann noch der Karlsruher SC-Wimpel aus dem Meisterschaftsjahr 1956. Beides sind Leihgaben von Dr. Reinhold Luno, dem Schatzmeister beim BVB e.V., wofür wir unendlich dankbar sind. Zwei Schritte neben der Ausstellung sind schwarze Rahmen zu sehen mit Fußballbildern, mit viel Geschichte, die wir dann auch präsentieren. Dieses ist etwas ganz Besonderes, weil diese Rahmen, die hingen hier schon wesentlich eher, als es die Ausstellung gibt. Die Gemeinde war sich ihrer fußballerischen Vergangenheit schon immer sehr bewusst. Ja, das hier ist unser schwarz-gelber Engel, der ist 2007 hier in die Kirche gekommen. Seinerzeit haben wir einen neuen Vikar bekommen, Ansbert Jung. Okay, der hat so ein bisschen Farbverirrungen gehabt in seiner Fußballgeschichte. Wir haben, voller Stolz dürfen wir das sagen, dazu beigetragen, dass er konvertiert. Heute ist er ein schwarz-gelber. Und der hat bei einem Samstagnachmittag Kaffee trinken im Wohnzimmer unseres Gemeindereferenten Carsten Haug diesen wunderbaren Engel entdeckt.
und zu Carsten gesagt, der könnte doch eigentlich zu uns in die Kirche. Sonntags drauf hat man ihn geweiht und dann ist er zunächst ganz vorne rechts zum heiligen Antonius von Padua gekommen. Der heilige Antonius von Padua ist der Schutzheilige der Armen, der Kranken und der verlorenen Dinge. Das ist jetzt ein bisschen speziell, weil 2007 haben wir auf Tabellenplatz 13 nicht unbedingt so eine richtig gute Nummer hingelegt. Und das, obwohl der berühmte, bekannte Aki Schmidt am Engel gebetet hat. 2008 kommt dann die Ausstellung hier ins Gotteshaus und dann ist der Engel zu weit ab vom Schuss. Wir versetzen ihn von heiligen Antonius von Padua zur immerwährenden Hilfe zur Jungfrau Maria. Und das könnt ihr jetzt glauben oder nicht, aber im selben Jahr ist Jürgen Klopp zu uns gekommen. Ich finde, wir haben hier alles richtig gemacht. Dazu kommt, dass der Dreiklang hier natürlich wunderschön ist. Die Jungfrau als Vertreterin des Gotteshauses, der Engel für den Fußball. Und wenn man auf den Sockel guckt, dann haben wir hier absolute Stahlgeschichte. Schlackespritze aus dem Hochofenprozess, ein bisschen Erz, ein bisschen Dolomit und Koks. Ganz wichtig für die Produktion von Roheisen bei uns auf der Westfalenhütte. Wenn man dann nicht weiß, was man hier beten soll, da können wir tatsächlich helfen. Es gibt ein extra für hier entworfenes schwarz-gelbes Gebet auf jedem schwarz-gelben Gottesdienst von uns allen intoniert auf das Vater Unser. Gott, Vater im Himmel, du bist der Schöpfer allen Lebens. Herr Jesus Christus, du hast das liebende Antlitz des Vaters gezeigt. Heiliger Geist, du schenkst uns Mut und Kraft, Kreativität und Stärke, Gemeinschaft und Vertrauen. Dreieiniger Gott, dir vertraue ich die Geschichte meines Fußballvereins, großer Gott und Mann. Alle Spieler, ja. Bei Eröffnung der Kirche am 19.12.2008 hing die Fahne an der Orgelempore schön lang runter. Ganz wunderbar. Jetzt sieht man sie eingeklappt. Ja, Gottesdienstbesucher haben sich relativ schnell beschwert. Man konnte von der Tür aus das Kreuz über dem Altar nicht sehen. Die Geschichte habe ich auch an meinem Junggesellenabschied erzählt. Die Jungs kamen dann auf die Idee, warum die Fahne hoch? Man könnte doch auch das Kreuz runter. Ja, Annette, wir haben reichlich Anekdötchen im Rahmen unserer Touren erlebt. Also Junggesellenabschiede, sowohl männlich wie weiblich, gibt es durchaus die eine oder andere Geschichte. Eine ganz schöne Geschichte ist dann nochmal ein Junggesellenabschied von einem Pärchen. Sie heiratet sie und sie war BVB-Fan und die zukünftige Angetraute eine Blau-Weiße. Hier in der Kirche heiratete gerade ein Ehepaar aus dem größten BVB-Fanclub von Öventrop. Das waren richtig viele. Und ich wartete mit der Gruppe draußen auf das Signal, dass wir jetzt rein können, weil die Hochzeitsgesellschaft draußen ist. Große Fahnenschwenker auf dem Vorhof. Und als meine Mädels dann das Signal bekamen, wir können jetzt rein, da nestelten die aus der Tasche ein blau-weißes Trikot. Und sagten zu der zukünftigen Braut, das ziehst du jetzt an. Und zwar die ganze Tour über am Borsigplatz. Ich war total entsetzt und habe gesagt, könnt ihr mal gucken, das ist nicht möglich. Drin, als die Tür zu war, da habe ich sie das Trikot anziehen lassen. Aber erzählt es nicht weiter. Ja, im Hintergrund die Gaststätte zum Wildschütz, heute Pommes Rot-Weiß. Es ist wirklich sehr erfreulich, dass das Gebäude die Kriegsjahre nahezu unbeschadet überstanden hat. Denn heute ist es ein historischer Schatz am Borsigplatz und es sieht ja einfach auch noch immer sehr, 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 sehr schick aus. Ein echtes Highlight der Gründerzeit. Am 19.12.1909 ist hier oben im Spiegelsaal über der Gaststätte zum Wildschütz der BVB gegründet worden. Es war eine turbulente Gründung. Natürlich hatte der Kaplan von seinen Jungs die Information bekommen und es gab doch einen mehr oder minder turbulenten Unfall des Kaplans.
Aber dazu kann Annette ein bisschen mehr erzählen. Also, im Original soll Franz Jacobi dazu gesagt haben, der Kaplan schwang sich in seinen Talar und machte sich auf den Weg, um die Gründungsveranstaltung zu stürmen. Aber, er sagte, der Pfaffe lief in eine Faust. Das ist natürlich auch damals schon ein absolutes No-Go. Und von den 40 Gründungswilligen gehen 22 wieder brav nach Hause. 18 echte Borussen bleiben übrig, um unseren Traditionsverein, den BVB, hier am Gründungsort aus der Wiege zu heben. Aber hier noch was ganz Entscheidendes. Weshalb ist denn der Katholik Franz Jacobi zu einem Evangelen ein Bier trinken gegangen? Das ist tatsächlich böse in dieser Zeit, in der noch auf Schulhöfen weiße Linien sind, die die Evangelien und Katholen voneinander trennen. Ja, warum macht der Franz das? Die Antwort ist ganz einfach. Der Grund? Es war eine Frau im Spiel. Ja, jetzt sind wir mitten auf dem Borsigplatz und wir haben hier einen neuen Bewohner bekommen. Tatsächlich ist das Nashorn schon vorletztes Jahr an den Borsigplatz gekommen. Und wir haben es richtig schick gestalten lassen. Es ist jetzt ein echter Borusse geworden. Und es hat aber dann vorübergehend vom Stillleben 2018 bis zum Stillleben 2019 einen ganz besonderen Ort gehabt. Es hat nämlich Kirchenasyl in der Dreifaltigkeitkirche bekommen, weil wir wollten, dass dieses Nashorn einen ganz besonderen Namen bekommt. Und dann gab es einen Namenswettbewerb. Und ich freue mich, sagen zu dürfen, dass das Nashorn Hoppi heißt. Aber Annette, was hat es denn eigentlich mit Hoppi so auf sich? Ja, Hoppi Kurat heißt eigentlich mit Vornamen Dieter. Dieter Kurat. Er war Drahtzieher bei Hösch, also auch ein Höschianer, wie die Gründungsväter, die auch hier nochmal sehr schön zu sehen sind. War legendärer rechter Verteidiger in den 60er Jahren beim BVB. Und er hat uns hier erzählt am Borsigplatz, also er hat für ein Western-Idol geschwärmt. Hopalong Cassidy. Der konnte so toll mit zwei Revolvern umgehen. Und daher hat er den Spitznamen Hoppi. Und für echte BVB-Fans ist es wirklich ein absolutes Muss, weil zum Nashorn Hoppi gibt es natürlich auch die Hoppi-Tasse. Das Vinzenzheim fertigt diese Tassen an. Und ja, man sollte unbedingt so eine zu Hause haben. Eine Hoppi-Kurat-Nashorn-Tasse. Die Druckerei Röhr war einer der ersten Sponsoren des BVB, äußerst wichtig. Sie machte kostenlos Bandenwerbung und hat dann auch von Anfang an, als es Tickets gab, Tickets gedruckt. 2014 ist sie dann leider geschlossen worden. Ja, hier hinter mir ein ganz wichtiger weiterer Ort in der Wammeler Straße, ein weiterer Sponsor des BVB. Hier hatte der Schuster Peter Kistner seine Werkstatt und er hat immer wieder die Lederstollen der Fußballschuhe auch repariert. Und sie ist damals auch kostenlos. Lederschuhe waren teuer, sie kosteten 6 Mark. Trikot und Hose war gar nicht so wichtig, kosteten 2 Mark. Das entsprach so zwei Tageslöhnen eines Arbeiters in der Montanindustrie. Also sehr teuer. Und Schuhe, wie sahen die Fußballschuhe früher aus? Es gibt so eine schöne, elegante Werbung von Fußballschuhen, die etwas an Schlittschuhe erinnern. Die Realität war dann doch eine andere. Fußballschuhe damals sahen aus wie Arbeitsschuhe heute und sehr schön zu sehen, die Stollen, die damals noch genagelt waren. So, jetzt wird es noch mal richtig spannend. Denn wir stehen sozusagen an der Schwelle der weißen Wiese. Wenn wir jetzt gleich hier durch das Tor gehen, dann betreten wir historischen Boden. Das heißt, hier brennt eigentlich für jeden Borussen der Boden unter den Füßen. Das ist die erste Spielfläche von Borussia Dortmund. Ja, es ist wirklich kaum zu glauben. Das hier ist der ehemalige Acker von Bauern Wübbeke. Und bereits 1906 spielt man hier mit dem braunen Leder tatsächlich auf einem Puckelacker mit einer leichten Neigung. Seitenwechsel war also zwingend erforderlich, weil bergab rollt der Ball einfach besser.
Und das Ganze hieß die Weiße Wiese. Ab 1919 gehört die Fläche dann der Westfalenhütte. Sie lassen aber die Borussen noch ein bisschen spielen. Und erst 1923/24 beginnt man mit dem Bau des ersten Borussia-Stadions. Das ist dann die Fläche, wo heute die Brakeler Schnellstraße entlangläuft. Interessanterweise ist tatsächlich die Mittelleitplanke auch die Mittellinie auf der Spielfläche. Wer heute im Freibad Stockheide im Sommer schwimmen geht, der ist tatsächlich auf historischem Grund. Annette, warum heißt denn eigentlich die Weiße Wiese Weiße Wiese? Ja, dieses Areal war damals von Pappeln eingesäumt und die Pappeln werfen genau um diese Zeit, also im Mai, ihren weißen Flaum ab. Es gab dann so einen weißen Flaum auf der Spielstätte und daher hat die Spielstätte auch ihren Namen, Weiße Wiese. Um die Sache jetzt ganz rund zu machen, gehen wir nochmal zu Pommes Rot-Weiß zurück und trinken uns ein. Ihr seid eingeladen, kommt mit auf unsere Borussia. Wir blicken in den Abgrund. Prost. Und ja, schon jetzt erst recht. Gemeinsam durch das Tränental. Geschlossen Hand in Hand. Und am Ende der dunklen Gasse erstrahlt die gelbe Wand.